Hallo Freunde, weiter geht's mit Skyrim. Wir stehen hier direkt vor dem Saartal. Doch da müssen wir gar nicht hin, wir müssen den Stern von Azura zurückbringen. Und dafür haben wir zwei Möglichkeiten. Ich schaue erstmal auf die Karte, wie schon in jeder Folge fast, auch diesmal. Entweder wir bringen den Stern zu Nelaka oder zum Schrein von Azura. Und ich würde vorschlagen, dass wir zum Schrein von Azura gehen. Ich habe da auch unter der letzten Folge einige Kommentare bekommen, die mir sagten, dass ich das tun soll, wobei es natürlich eigentlich egal ist, denn egal wie, es geht auf jeden Fall weiter. Nun aber müssen wir erstmal dahin gehen. Ich werfe natürlich nochmal einen Blick hier in das Tal. Sieht nämlich ganz schick aus und ich glaube, die Sonne geht auch so langsam, aber sicher wieder unter. Was natürlich für unser Vampirblut sehr schön ist, denn da lebt sie es einfach gesünder in der Nacht. So, ich laufe jetzt einfach mal ohne Karte hier lang. Ich denke, wir müssen hier auf die Berge hoch. Irgendwo zum Schrein von Azura. Und der müsste, glaube ich, da oben sein. Zumindest leuchtet da ein Pfeil auf meiner Leiste oben. Und da kommt jemand an. Moment. Ich glaube, den muss ich töten. Der ist schon getötet worden. Was ist denn das für einer? Ein Eisgeist. Na, dann komm mal her. Ich treffe den gar nicht. Jedenfalls nicht gut. Das sind sogar zwei, ne? Kann's gar nicht richtig sehen. Das gefällt mir so irgendwie nicht. Denn die machen relativ viel Schaden, die Jungs. Und ich hau die ganze Zeit daneben hier. So, komm, leck mich am Arsch jetzt. Ich renne jetzt einfach mal weiter. Und guck mal, ob die mir noch länger folgen. Wo kommen die Säcke denn her? Der folgt mir ja noch immer. Na komm, du kriegst eine. Vielleicht sollte ich da wirklich... Ach du lieber Gott, das hat aber reingehauen jetzt hier. Und wir haben uns zwar verbessert, aber... So, hier ist wieder ein bisschen Gesundheit. Der erste ist tot, der zweite kommt da wieder angeschlichen. Man müsste ihn nur treffen ab und zu. Und dann würde er nämlich relativ schnell umgehen. Aber genau das irgendwie funktioniert nicht so ganz. So, der haut als zu hier. Ich muss mir jetzt den nächsten Heiltrank reinballern. Wenn ich ihn doch nur treffen würde. Na komm. So, einmal habe ich ihn getroffen. Und das zweite Mal, jawohl. Hat er denn jetzt wenigstens irgendwas verloren hier? Sieht nicht so aus, ne? Diese eisige Spur, doch da, ein Eishaufen. Eine Eisgeist-Essenz und Eisgeist-Zähne. Na, immerhin. So, und da? Ach, da. So, nochmal das Gleiche. Und jetzt sollten wir, glaube ich, so langsam aber sicher mal auf die Karte schauen. Denn ich glaube, da oben ist der Schrein irgendwo. Wenn wir denn von hier aus überhaupt hinkommen. Genau, das habe ich nämlich befürchtet. Wir stehen nämlich hier direkt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich hier vorne, dann rechts abbiegen und dann hier irgendwie hoch. Okay, probieren wir das Ganze mal. Während die Nacht... so langsam, aber sicher hineinbricht. So. Irgendwie sieht es hier doch ein bisschen anders aus wie auf der Karte. Wir mussten nämlich jetzt irgendwo nach rechts, glaube ich, kommen. Das war wahrscheinlich sogar schon hier, wo wir jetzt vorbeirennen. Aber okay. Ach, da kommen wir schon wieder nicht mehr richtig hoch hier. Also klettern kann unser Avatar hier nicht so gut. Ja gut, ist auch kein Tomb Raider. So. Ich versuch's mal hier über den Berg zu kommen. Vielleicht sind wir da ein bisschen schneller, ne? Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nochmal die Karte rauspacken. Ach, jetzt sind wir hier bei... Alter Schwede, wir sind jetzt viel zu weit da drüben. Ich will doch dahin, Schrein von Azura. Alter Schwede. Das heißt, es ist wirklich noch ein ganz schönes Stück da in die Richtung. Jetzt müssen wir hier wieder runter vom Berg. Ich sehe kaum was. Sieht aus wie ein Schwarz-Weiß-Spiel hier. Ich glaube fast, wir brauchen wieder die ganze Folge, um da hinzukommen, ey. Ich hoffe es nicht. Ich renne jetzt einfach mal eine Runde. Es hätte jetzt auch ja mal zufällig ein Pferd da sein können. Wer bist du denn? Ein Höhlenbär, natürlich.
natürlich. Und er hält auch wieder jede Menge aus. So. Warum ist er eigentlich so aggressiv? Ich bin doch auch nicht aggressiv. Der hat sogar Gold einstecken. Ich werde nochmal bekloppt hier. So, ich renne aber einfach mal da weiter in die Richtung. Ich glaube, der Schrein ist da ganz oben irgendwie. Und irgendwie müssen wir da auch hinkommen. Da ist schon wieder ein Feind. Auf 12 Uhr. Ich sehe den da oben auf meiner Anzeige. Ach nee, ist schon wieder so ein Eisfutzi hier. Sag mal, wir waren da schon mal bei diesem Schrein. Da waren da auch nicht diese Eisfutzis. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Ich habe keinen Bock auf die. Ich treffe die nicht. Kostet mich Energie und ich habe keine Heiltränke mehr dabei. Ich renne da jetzt einfach weiter, bis sie irgendwann hoffentlich aufgeben werden. Ich glaube, wir müssen jetzt von dieser Richtung aus zum Schrein laufen, um da hinkommen zu können. Ach, das sieht aber auch wieder nicht gut aus. Da kommen wir noch nirgendwo hoch hier. Alter, ich glaube, ich renne die ganze Zeit im Kreis. Obwohl, es sieht ganz gut aus. Rein theoretisch müsste es ja dann vielleicht hier hochgehen. Aber vielleicht auch von der Pfeifenden Mine. Ich erinnere mich dunkel an was. Komm. Wir reisen jetzt schnell zur Pfeifenden Mine. Von da aus geht es direkt hoch zum Schrein. Bevor ich da jetzt hier noch stundenlang rumsuche, machen wir das doch einfach mal ganz schnell. So, sehr schön. Pfeifende Mine. Hier waren wir schon mal. Ist schon wieder eine ganze Weile her. Wir rennen wieder. Und hier müssen wir jetzt, glaube ich, wirklich hoch. Mir gefällt diese Schneelandschaft nicht so. Das ist irgendwie trostlos. Da werde ich immer so depressiv. Ich frage mich aber immer noch, wieso diese Eisgeister da waren. Wir waren doch da schon mal. Und da sind uns auch nie Eisgeister begegnet. Oder haben die was gegen Vampire? Wer weiß das schon? Ach, wir haben ja auch ein Level-Up. Und da ist doch schon wieder was. Garantiert wahrscheinlich wieder so ein Eisgeist. Natürlich. Komm, wir gehen da jetzt einfach weiter. Beziehungsweise ich könnte natürlich auch... Vielleicht sollte ich das einfach mal meine magischen Fähigkeiten einsetzen. Beziehungsweise meine Schreie, die ich habe. Aber er scheint verschwunden zu sein. Ich laufe da jetzt weiter und das da vorne ist der Schrein von Azura. Ekelhafte Gegend hier oben. Kalt, windig. Nee, ist nichts für mich. Obwohl ich ja auch nicht so der Sonnenfreund bin in Wirklichkeit. Ich bin immer ganz froh, wenn es einigermaßen kühl draußen ist. Also nicht 10 Grad minus oder so. Aber bei 15 Grad draußen oder 20 fühle ich mich ganz glücklich. Ich brauche nicht unbedingt 35 Grad. So, wir sind auf jeden Fall da, Leute. Und hier müssen wir irgendwo das Ganze abgeben. Wahrscheinlich da oben irgendwo. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ah, hallo. Azuras Stern. Ich wusste, die Fürstin der Dämmerung hatte einen Grund, euch zu senden. Gebt ihn mir. Ich werde Azura bitten, den Stern zu seiner ursprünglichen Reinheit zu verhelfen. Hier, bitte. Ich werde mit Azura reden. Azura, Mutter der Rosen, Göttin der Morgen- und Abenddämmerung, euer gewählter Champion hat euch euren Stern zurückgebracht. Sie möchte selbst mit euch reden. Bitte, legt eure Hände auf den Altar, dann hört ihr ihre Stimme. Ich soll meine Hände auf den Altar legen. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist und hier liegt schon wieder dieser Stern. Seid gegrüßt, Sterblicher. Ihr seid meiner Führung durch die Schleier der Dämmerung gefolgt und habt meinen Stern von meinen Waren gerettet. Doch seine Seele wohnt noch immer darin. Geschützt durch seine Zauber. Bis er beseitigt ist, wird euch mein Artefakt nichts nützen. Kann man diesen Stern irgendwie säubern? Am Ende wird der Stern allmählich auf meine Ebene im Reich des Vergessens zurückfinden. Doch ich bezweifle, dass ihr die 100 Jahre, die das dauern würde, warten könnt. Nein. Es bleibt nur eine Möglichkeit. Ich werde euch in den Stern schicken.
Dort werdet ihr Malets Seele bannen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid, Sterblicher. So, wir sollen jetzt in diesen Stern. Ich erinnere mich da schon mal an was. Schon viele, viele Folgen her, dann waren wir schon mal in so einer Dimension gefangen. Hatte 2 oder 3 Folgen sogar gedauert, bis ich rausgefunden habe, was da zu tun ist. Und nun befürchte ich was ganz Ähnliches. Wir sollen in den Stern gehen. Na gut. Ich bin bereit, den Stern zu betreten. Hab Vertrauen, Sterblicher. Ich werde über euch wachen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es so in einem dieser Sterne aussieht. Meine Anhänger haben mir eine frische Seele geschickt. Gut, ich bekam schon Hunger. Wartet, irgendwas mit euch ist anders. Ja, mit mir ist was anders. Du wirst es gleich sehen, denn ich habe die besseren Waffen dabei, um dir die Rübe wegzuhauen. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entrinnen, Marlyn. Und wer seid ihr, dass ihr mich herausfordern wollt? Ich habe die Sterblichkeit selbst bezwungen. Ich habe den Daedra-Fürsten in die Augen gespuckt. Dieses Reich gehört nun mir. Ich habe zu viel geopfert, um es mir von euch wegnehmen zu lassen. Meinst du? So, ich gehe jetzt erst nochmal hier hin. Unerbittliche Macht, die rüste ich da mal aus. Und dann müsste es ja passen. Blöd nur, dass ich keine Heiltränke mehr dabei habe. Aber gut, wir werden sehen, ob wir das schaffen oder nicht. Beziehungsweise ich mache noch mal eines vorher. Ich tue hier einfach mal abspeichern. Das sind ja lauter Feinde. Ist ja aber das ja mies, ist das ja. Ich wollte ja nur den einen töten. Okay, und die kosten auch so ein bisschen Energie, sehe ich gerade. So, jetzt ein bisschen näher hier. Okay, da hätte ich vielleicht mal auf meine Gesundheit achten sollen. Irgendwie ziemlich scheiß da unten. Oder ich muss nochmal wiederkommen, wenn ich mehr Heiltränke dabei habe. Schon wieder sehr seltsam. Da schießt schon wieder einer auf mich. Das gefällt mir nicht, Leute. Och, und auch gleich 2 gleichzeitig hier. So, den zweiten, den kriegen wir wahrscheinlich noch. Und der dritte, der rafft mich dann wieder dahin. Ich muss mal was probieren. Warte mal. Wundertrunk der Regeneration. Ach, das war ja wieder klar, dass der keine Heilung regeneriert, sondern irgendwas anderes. Beziehungsweise, vielleicht geht es so im Kampf schneller. Aber das bringt mir hier so nichts. Die stehen da beide zu zweit rum. Ich könnte mal ein bisschen... Moment, komm, ich gehe mal weg hier. Ach, die treffen mich die ganze Zeit. Ich, das ist zum wahnsinnig werden. Ich hoffe nicht, dass sie mir jetzt folgen. Weil wenn ich hier einen Moment stehen bleibe, doch, die folgen mir. Dann heile ich mich auch automatisch wieder gesund. Aber warte mal. Mir, schau mal nach, ob wir da noch irgendwas an Heilung haben. So, Bücher, Zutaten, Zaubertränke. Zaubertrank der Gesundheit. Danke. So, jetzt haben wir 4 Stück weggeballert, ey. So, ich gehe jetzt nochmal hin. Halt dein Maul! So, nächster bitte. Wir rennen mal davor. Schade, dass man die da nicht runterstürzen kann. So, der ist hin. Hat er eigentlich was Interessantes dabei? Ein Eisenkriegshammer Detraherz. Wir nehmen mal diese Detraherzen mit. Ich glaube, die könnten wir vielleicht noch für irgendwas gebrauchen. Wir reißen denen einfach mal die Herzen raus. Und ich höre schon wieder Stimmen da im Hintergrund. Aber der Radar, meine Karte da oben, zeigt nichts an. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann tun wir hier gerade nochmal speichern, jetzt wo wir die geschafft haben. Spielstand überschreiben und jawohl, los geht's. Schauen wir mal, wo das hier hingeht. Beziehungsweise, wir nutzen auch mal die Karte. Vernichte Marlin Varens Seele. Okay,
Okay, so richtig durchblicken tue ich da nicht, weil hier auf der Karte sieht es ja jetzt so aus, als würde man hier direkt nach links gehen können. Was wir aber nicht können. Gut, ich schaue einfach mal. So, da ist auf jeden Fall ein wunderschöner Weg weiter nach unten. Und da ist unser Ziel. Komm her, du Penner. So, wir sollten vielleicht treffen. Oh doch. Der Stern kann sich selbst läuten. Keine Sorge, Sterbliche. Ich werde euch zurückbringen, bevor ihr vernichtet werdet. So, Moment mal. Ich muss hier erst nochmal was ausrauben. Stiefel, Stahl, und ich kann behalten. Die Magierrobe auch. So, und wir haben mein es geschafft. Der Stern wurde wiederhergestellt. Und Marlins Seele wurde dem Reich des Vergessens überantwortet. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Sterblicher. Wie es vorherbestimmt ist, steht es euch frei, meinen Stern nach eigenem Ermessen zu benutzen. Hab Dank, Königin Azura. Lebt wohl, Sterblicher. Wisset, dass Azura in der Dämmerung über die Fäden eures Schicksals wachen wird. Na, das ist doch mal eine nette Dame. Und damit haben wir sogar die Quest abgeschlossen. Hilft den Einwohnern von Winterfeste, beziehungsweise einen Teil dieser Quest. Auch interessant, dass das als Quest für Winterfeste zählt. Aber okay, mir soll's recht sein. Dann fehlt uns ja nur noch eine Quest. Gut, Freunde. Ich würde sagen, das ist doch ein idealer Zeitpunkt, um uns mal wieder ein wenig auszuruhen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut. Bis dann.